Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Der Januar ist im Grunde so gut wie vorbei und ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Monat zeigen, die doch ein bisschen größer ausgefallen sind, als ich es gedacht habe, mir gewünscht hätte. Einfach weil natürlich Geburtstag war im Januar und ich ein paar Gutscheine geschenkt bekommen habe, ein paar Geburtstagsbücher geschenkt bekommen habe, ich bei Rebuy bestellt habe und natürlich auch das ein oder andere Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist. Und es sind insgesamt 23 Bücher geworden, davon sind es 19 echte Bücher, 4 E-Books und ein Hörbuch. Und so ein bisschen finde ich es schade, dass die echten Bücher in diesem Monat so großanteilig sind, wo ich mir ja eigentlich immer wünsche und auch vornehme, dass es so ein bisschen gleichbleiben bleibt. Aber gut, sollten dann einfach im nächsten Monat wieder mehr E-Books einziehen als echte Bücher. Aber ich denke, bei 23 Büchern starten wir einfach mit den Büchern, die bei mir eingezogen sind. Das erste Buch ist ein E-Book und zwar Wie Wölfe im Winter von Tyrell Johnson. Ein Buch, das ich als Rezensionsexemplar erhalten habe, über das ich mich auch sehr, sehr freue. Ich es schon so ein bisschen länger ins Auge gefasst hatte und als es dann da war, mich auch gefreut habe, dass ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, wir haben bei Wie Wölfe im Winter, der Titel, glaube ich, verrät also überhaupt nicht, um was es geht, denn es geht um eine Virusepidemie, die auf die Erde kommt und wir haben hier ein junges Mädchen, das mit der Familie eben ums Überleben kämpft und ich glaube, dass das dann eher so eine Metapher ist und ich mag ja so Endzeitbücher immer mal sehr gerne. Jetzt, es können ja auch Zombie-Apokalypsen oder ähnliches sein und ja, so Virus-Versionen, huch, meine Katze, so Virus-Epidemien, wo dann die Menschheit im Grunde dahin rafft, finde ich immer mega spannend und so hat mich auch hier die Geschichte sehr, sehr angesprochen und ich freue mich hier sehr aufs Lesen. So auch auf Afterlife von Markus Zakai. Den Autor kennt man von der Reihe Die Abnormen, glaube ich, hieß die Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich tatsächlich den ersten Teil schon ewig auf der Wunschliste und ich glaube, ich habe mal zwei, drei etwas kritischere Stimmen dazu gehört und habe dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Hier finde ich aber spannend, dass das Leben eben nicht endet mit dem Tod, sondern sich die Frage gestellt wird, was wäre, wenn dann erst das Leben anfängt. Und ja, das klang für mich einfach mega, mega spannend und musste daher bei mir einziehen und ist so eben auch als E-Book bei mir eingezogen. Und dann ein Buch, das ich irgendwo in einem meiner Mind-Magazine aufgeschwappt habe, Warum die Zeit verfliegt, von Alan Burdick. Eine größtenteils wissenschaftliche Erkundung, ist aus dem Blessing Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Und es geht ja eben darum, dass wir Menschen ja dazu neigen, immer zu sagen, oh, die Woche ist verflogen, der Tag war schnell rum, und man so das Gefühl hat, dass es gar keinen Stillstand gibt oder dass alles so an einem vorbeizieht. Und dieses Buch geht eben im Grunde so darum, weil wir uns ja wünschen, alle mehr Zeit der Welt zu haben und wir wissen aber, dass sie abläuft. Und über Zeit zu sprechen, heißt in Bildern zu sprechen, denn was genau ist Zeit? Erlebt ein Kind sie so wie ein Erwachsener? Warum fließt sie zäh wie Honig dahin, wenn wir uns langweilen und zerrinnt im Alter wie Sand zwischen den Fingern? Warum und wie verfliegt die Zeit? Und es ist eben so eine Mischung, habe ich zumindest so den Eindruck gewonnen, eben aus wissenschaftlichen Theorien und was da eben irgendwie auch festgehalten wurde und eben einer Erzählung. Und ich bin da sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich habe das irgendwo gesehen, entdeckt, mir auch so ein bisschen was durchgelesen dazu und fand es mega spannend und ich neige nicht unbedingt dazu, dieses Gefühl ständig zu haben, dass die Zeit, wie schnell die vergeht. Ich bin auch niemand, die sehr oft sagt, ich habe gar keine Zeit. Ich kenne das bei anderen Menschen sehr häufig, die dann schon nachmittags um 3 sagen, oh Gott, ich habe gar keine Zeit mehr. Und ich denke mir, der ganze Tag liegt noch gefühlt ja vor einem. Manchmal hab ich das Gefühl auch, gar keine Frage. Ich meine, man ist ja auch nur Mensch und manchmal gibt es so Zeiten, wo das so ist. Aber es gibt auch Dinge, die man dafür tun kann, damit dieses Gefühl nicht so aufkommt. Und ich bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt, wie das wissenschaftlich sich so betrachtet werden kann und bin da einfach sehr neugierig und freue mich auf jeden Fall auf das Buch. Dann habe ich bei Audible entdeckt, dass es Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche, der erste Teil der Reihe von Marie Lu als Hörbuch gibt. Bisher gab es das nicht. Jetzt erscheint oder ist auch schon im Januar der dritte Teil der Reihe erschienen. Und ich war total verwundert, dass es das vorher gar nicht gab. Es ist also auch erst irgendwie
irgendwie im Januar erschienen und ist direkt auf meinem Handy sozusagen gelandet. Und ich habe jetzt auch schon mit Lesen bzw. Hören begonnen und bin da sehr, sehr neugierig, was mich erwartet. Das Buch war ja vor einem Jahr, glaube ich, der erste Teil erschienen, so ein halbes Jahr später der zweite und jetzt der dritte. War jedoch sehr umstritten, weil wohl die Protagonistin eigentlich mal nicht die gute Liebe ist, sondern in eine andere Richtung irgendwie geht. Ich habe das gar nicht so genau verfolgt. Mich hatte die Geschichte angesprochen, aber dadurch, dass dann alle Welt darüber gesprochen hat, habe ich irgendwie gedacht, irgendwie hat es mich da nicht mehr hingezogen. Ich bin sonst auch immun dagegen, wenn gehypte Bücher bei mir landen, lese ich die trotzdem. Aber bei dem Buch hat mich so manches einfach irgendwie ein bisschen abgeschreckt und auch so diese Unterschiede der Meinungen. Und ich dachte mir jetzt zum Start des dritten Buches, nachdem das jetzt da ist, kannst du ja einmal anfangen, dir den ersten Teil anzuhören. Ich hoffe jetzt natürlich, wenn mich dieses Buch packt, dass ich dann natürlich auch zeitnah bei Audible Teil 2 und 3 vielleicht zu hören bekomme. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, dass das ein Jahr verzögert erst erscheint, aber sonst wäre es mir vielleicht auch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt so, glaube ich, 3 Stunden von ein bisschen was über 12 und bisher mag ich die Sprecherin sehr gerne und ich mag auch den Gedanken der Story und ich bin ja so ein bisschen Dystopie-Mädchen und das geht ja so in die Richtung und mag das daher ganz gerne. Dann ist von mir eingezogen Früher wird alles besser von Vanessa Mancini. Das ist eine, ich sag mal, Autorenempfehlung von der lieben Jackie Fellgut. Wir hatten ein privates Gespräch und da hat sie mir erzählt, dass sie wohl auf der Leipziger Buchmesse abends auch eine Lesung, eine Signierstunde haben wird mit Vanessa Mancini. Das ist ein Pseudonym eines Autoren eigentlich und sie hat mir eben von diesem Buch erzählt. Früher wird alles besser und da geht es eben darum, dass die Protagonistin, soweit ich mich noch recht erinnere, eben am Jahresende das Jahr nochmal erleben kann. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Jahr. Und dann natürlich versucht, die Dinge, die ihr mit Bewusstsein sozusagen nicht gefallen haben, anders zu machen. Und ich mag solche Zeitreisengeschichten, Was-wäre-wenn-Geschichten ja auch immer mal sehr, sehr gerne. Und hier klang auch einfach der Klappentext super spannend, zudem auch die Rezension auf Amazon sehr gut und für 1 Euro durfte es bei mir einziehen und ich denke, dass es auch im Februar gelesen wird. Dann ein Buch, das ich schon gelesen habe, Frauen dürfen hier nicht träumen von Rana Ahmad, wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt als E-Book und das ist ja das Buch, wo eben Rana ihre Lebensgeschichte erzählt, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt im Grunde steht, weil noch ist sie, glaube ich, 2 Jahre jünger wie ich, also Anfang 30, also es ist noch nicht eine komplette Biografie, aber es geht eben um das Leben als junge Frau in Saudi-Arabien, welche Zwänge man da hat, wie das ist, wenn man sich da einhüllen muss, was so ein bisschen dahinter steht und man lernt so ein bisschen das Land kennen, man lernt diese Religion dahinter im Grunde kennen, man lernt ja so ein bisschen den Alltag der Frauen, der Mädchen dort kennen und eben hier in dem Fall auch Rana, die eben spürt, irgendwie kann das alles nicht richtig sein und dann eben auch die Flucht ergreift und ich hatte Rana Ahmad in irgendeinem Bericht gesehen und fand das so interessant und weiß auch, dass ich mich damals, als ich mich unter anderem eben auch mit dem Islam beschäftigt habe, so auf dieses Scharia und Saudi-Arabien nicht so ein Augenmerk gelegt habe, obwohl es natürlich sehr viele Länder auf der Welt gibt, die durchaus die Scharia, also die Religion vor das Gesetz stellen oder das Gesetz ist. Das habe ich immer so ein bisschen ausgeblendet, weil ich mir das so im 21. Jahrhundert gefühlt gar nicht richtig vorstellen konnte. Und wollte das eben einfach so mit diesem Buch, mit so einem Lebensbericht, finde ich das immer angenehmer als trockene Theorie und kann nur sagen, dass das Buch wirklich einen sehr tief greift und könnt ihr gerne mal in die Bücherwoche gucken, wo ich das besprochen habe. Dann habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen ein Buch von Matthias Boström von Mr. Holmes zu Sherlock, Meisterdetektiv, Mythos, Medienstar und hier geht es, ich weiß gar nicht, ob es so eine wissenschaftliche Abhandlung ist, von Sherlock Holmes von 1887 als Titelgeschichte eines englischen Weihnachtsmagazins und dass dann eben mehr als 125 Jahre später die Figur eben durch die BBC-Serie sozusagen wieder zu Medienruhm erlangt ist und es ist eben so ein bisschen dieser Weg dorthin, wurde mir zum Geburtstag geschenkt und einfach so als Sherlock-Fan und freue ich mich sehr und bin sehr gespannt dazu. Ich habe natürlich noch keine einzige Sherlock-Holmes-Geschichte gelesen. Vielleicht sollte ich das tun, bevor ich hier im Grunde so ein bisschen reinlese, aber ich bin Sherlocked und
Von daher finde ich das mega, mega spannend und freue mich hier schon auf die Lektüre. Auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe ich ein Buch, das ich auch aktuell lese. Manchmal lüge ich, von Alice Feeney, ein sehr, sehr aktueller Psychothriller. Und hier geht es ja um eine Frau, die im Koma liegt, die von sich sozusagen sagt, dass ihr Mann sie nicht liebt oder nicht mehr liebt und dass sie aber ja manchmal eben auch lügt. Und man hier sozusagen als Leser natürlich nur ihre Sicht der Dinge sieht. Und wenn sie eben manchmal lügt, weiß man natürlich nicht wann und wozu. Also ich habe so die ersten, ich weiß noch nicht aktuell, 100 Seiten gelesen. Ich fand es sehr packend, da reinzulesen, sehr spannend. Und ich mag solche Geschichten immer mal sehr, sehr gerne. Also ich mag ja Psychothriller sehr gerne, lieber als blutige Thriller. Und ich bin natürlich sehr neugierig, was es hier mit auf sich hat, wenn man hier eben eine Geschichte von einer Frau liest, die im Koma liegt, die so gewisse Ahnungen hat, uns ihr Leben erzählt und wir natürlich am Ende wahrscheinlich nicht wissen, was davon könnte stimmen, wie könnte es sein und so ein bisschen ein Rätsel mitschwingt und ich bin da sehr neugierig, wo mich diese Geschichte noch hinbringt. Auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe ich Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Grebear. Geht ja zurzeit auch so ein bisschen wieder rum auf BookTube. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz viele Leute aktuell lesen wollen und ich gehöre auch dazu. Für mich liegt dieses Buch schon lange, lange, lange auf der Wunschliste und ich bin auch sehr, sehr froh, dass dieses Buch nun bei mir eingezogen ist, denn es war auch eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres, als es herauskam und es geht um einen Skandal, der das Städtchen Aurora an der Ostküste der USA erschüttert, 33 Jahre nachdem die ebenso schöne wie geheimnisumwitterte Nola spurlos verschwand, taucht sie wieder auf als Skelett im Garten ihres einstigen Geliebten. Der berühmte, zurückgezogene, lebende Schriftsteller Harry Grebear steht plötzlich unter dringendem Mordverdacht. Klingt mega, mega spannend und es soll ja auch wirklich ganz, ganz toll geschrieben sein und ich bin mega neugierig, was dieses Büchlein so für mich bereithält und freue mich da auch auf jeden Fall aufs Lesen. Dann ist bei mir durch eine Lovely Books Leserunde eingezogen von Rachel Joyce, der neueste Roman, Mr. Franks fabelhaftes Talent für Harmonie, habe ich bei einer Lovely Books Leserunde gewonnen, dort auch schon gelesen. Ich habe von Rachel Joyce noch ein Buch von ihr hier auf dem Sub, das 2 Sekunden dauerte und war einfach sehr gespannt auf ihren Schreibstil. Es hat mir leider nur so okay gefallen. Ich fand es anfangs sehr spannend und schön, in welche Richtung es so ein bisschen hinging. Ich habe mir ganz viel Musik erwartet, denn Mr. Franks Talent ist eben, dass er erkennt, welche Musik gerade der Kunde braucht, der zu ihm in den Laden kommt, in den Plattenladen. Und ich hatte da so ein bisschen gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen sein wird wie die Geschichte vom Herzensräuber. Das war ja der Hund, der in einem Antiquariat arbeitet und neben dem Menschen passend sein Buch gibt. Und so ähnlich hatte ich mir das hier erwartet. Es war aber dann doch etwas ganz anderes, was ich ein bisschen schade fand. Das Buch wird sich aber bald auf dem Weg machen zum lieben Roman. Ganz viele Grüße an dich, damit er dem Buch ein schönes Zuhause gibt und hoffentlich ein bisschen mehr Lesespaß an dem Buch haben wird, wie ich es hatte. Dann ist bei mir eingezogen 5 von Ursula Poznanski. Das ist der Auftakt einer Reihe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die genau hieß. Die Kaspari-Reihe. Und ich habe mir ja hier vor 1,5 Jahren Stimmen, glaube ich, gekauft. Und Stimmen ist, soweit ich weiß, der 3. Teil der Reihe. Und ich habe ja wirklich im Januar die Ilaria-Reihe von Poznanski wirklich gesuchtet, in der Woche die komplette Trilogie gelesen und möchte jetzt unbedingt auch mit dieser Reihe beginnen. Und da habe ich von der lieben Mel, liebe Grüße an dich, dieses Büchlein bekommen und habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie es mir sozusagen weitergegeben hat. Und so kann ich jetzt mit dem ersten Teil starten und wenn es mich packt, dann ist der 2. relativ schnell auch bestellt und der 3. liegt dann schon hier. Und ich weiß gar nicht, ob das aktuell 5 Teile sind. Kann ich mich gerade nicht erinnern, ob es 5 oder 6 Teile waren. Auf jeden Fall sollte es eine sehr, sehr spannende Geschichte sein und ich bin sehr gespannt, was Poznanski hier so ein bisschen gezaubert hat und es ist eben auch ein Thriller und es heißt hier so schön ein Spiel mit Namen Tod. Ja, mehr weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass Stimmen sehr, sehr spannend klang vom Klappentext, sonst hätte ich es damals als Mängelexemplar auch nicht mitgenommen. Aber ähnlich wie bei Die 12 von Justin Cronin konnte natürlich keiner ahnen, dass das ein 2., 3. Teil einer Reihe ist. Und schwupps,
Da war der Akku leer. Es tut mir gerade sehr, sehr leid. Ich habe leider zu spät gemerkt, dass die Batterie verrinnt sozusagen von der Kamera. Und ich glaube aber zu 5, das müsste alles so im Groben drauf gewesen sein. Und da kommt schon wieder Katze. Und wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Buch, das mir vom Lomalee Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar ist das der zweite Teil der Valerie Lane Reihe von Manuela Inusa, Die Schokolaterie der Träume. Hier gab es ja als ersten Teil der Teeladen, jetzt habe ich natürlich den ersten Teil vergessen, der kleine Teeladen zum Glück, und ich fand die Geschichte ja ganz schön, nur ein bisschen, ein bisschen unspektakulär, und hätte mir wahrscheinlich den zweiten Teil gar nicht so erstmal zugelegt, hätte da erstmal so ein bisschen die Stimmen mir angehört dazu, doch dann lag das Büchlein in meinem Briefkasten, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass der zweite Teil nun da ist, denn Die Schokolaterie der Träume klingt einfach toll, und wir haben in der Valerie Lane 5 Läden waren es gewesen, die auch nach und nach jetzt in dieser Reihe sozusagen erscheinen werden. Ich glaube, als nächstes kommt der zauberhafte Trödelladen, und der ist hier jetzt auch schon hinten drauf, und zwar für Juni 18, und dann gibt es noch ein Wollparadies und theoretisch dann noch ein Antiquariat, und jetzt muss ich immer meine Katze ein bisschen unter Kontrolle bekommen, weil die mir hier sonst alle Bücher umschmeißt, die hier irgendwie stehen. Schnucki, da geht's gerade nicht hin. Nein, da geht's gerade nicht hin. Ja, und ich freue mich trotzdem auf den zweiten Teil. Vielleicht kann mich die Autorin ja hier ein bisschen mehr begeistern, ein bisschen mehr fesseln, ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil ich so den Gedanken dieser Einkaufsstraße eigentlich schön finde, dass das eben jungen Frauen auch gehört und die eben auch miteinander befreundet sind und so natürlich auch in jedem Roman immer wieder ein bisschen auftauchen. Entschuldigt, ich muss das hier ein bisschen koordinieren mit Katze. Und freue mich auf jeden Fall sehr auf das Buch und bin auch sehr gespannt, ob mich das ein bisschen mehr begeistern kann. Dann habe ich ja eine Rebuy-Bestellung getätigt und zu der komme ich jetzt aber nur relativ zügig, denn ich habe die ja in einem Extra-Video vorgestellt, das ich euch unten in die Infobox packe. Und zwar sind zwei Harlan Coben Bücher bei mir eingezogen. Einmal Ich finde dich. Ich habe ja Harlan Coben im letzten Jahr entdeckt, habe einen Thriller von ihm gelesen in Ewiger Schuld, den ich vom Spannungsaufbau sehr, sehr spannend fand und packend und wirklich ein Thriller fand, der mich seit langem mal wieder sehr begeistert hat. Ich bin sehr gespannt auf Ich finde dich, und dann habe ich mir auch noch besorgt Ich vermisse dich, was ich ein bisschen schade finde. Ich lege jetzt nicht so viel Wert drauf, aber dass beide Taschenbücher eine andere Größe haben. Also irgendwie weiß ich nicht, warum man das immer so macht, weil so im Regal sehen die da natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig nebeneinander aus. Ja, angesprochen haben mich hier tatsächlich einfach die Cover. Es gab einige Bücher von Harlan Coben bei Rebuy und ich fand die aber unheimlich idyllisch. Und das unheimlich meine ich genauso, wie ich es meine, wie ich sage, Wortfindung. Und bin sehr gespannt auf diese beiden Thriller. Dann ist der Architekt von Jonas Winner bei mir eingezogen. Hier habe ich ja im letzten Jahr Mörderpark gelesen, das ich auch vom Schreibstil großartig und spannend fand. Auch wenn ich den Plot nicht ganz bis zum Ende gut fand, dennoch fand ich den Schreibstil toll. Und ich habe von Jonas Winner noch Die Zelle hier, möchte ich auch unbedingt jetzt bald lesen. Und sein neuestes Buch kommt, glaube ich, im Herbst, hatte mir Tanja unter das Rebuy-Video erzählt. Und da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt. Dann ist bei mir eingezogen Die Überfahrt von Mats Strandberg. Und zwar geht das wohl in Richtung Stephen King. Es soll so eine Art Horror, Thriller, Krimi-Roman sein. Mich irritiert tatsächlich, dass Roman draufsteht. Es aber heißt, dass der Autor der schwedische Stephen King ist. Also ich finde das ein bisschen merkwürdig, weil Stephen King ist ja nicht unbedingt ein Romanerzähler. Und hier geht es um Passagiere an Bord einer Ostseefähre. Und die wollen eigentlich sich nur amüsieren um jeden Preis und oder auch vor ihren Dämonen des Alltags fliehen. Doch eines Nachts taucht eben eine Mutter und ihr Kind auf am Autodeck und mit ihnen betritt ein uraltes Grauen das Schiff. Und es haben sehr viele davon geschwärmt und es war jetzt einfach Zeit, dass das Buch bei mir einzieht. Und als nächstes tatsächlich noch ein Thriller oder eine
eine Art Thriller, und zwar von Grady Hendrix, Horrorstör, das eben dadurch besticht, dass der natürlich aussieht wie ein IKEA-Katalog und es eben auch darum geht, dass wir in einem Möbelhaus sind und da eben Dinge, sehr merkwürdige Dinge geschehen und wir dann eben ja mit den Leuten, die unter Tage oder nachts dann dort herumlaufen und das Grauen suchen, dann auch unterwegs sind. Ich bin sehr gespannt von der Aufmachung, sehr spannend, und ich bin gespannt, ob sozusagen das Cover, die Aufmachung, ja im Grunde auch das halten kann, was es sozusagen ein bisschen verspricht. Es sieht schon sehr gruselig aus, auch hier so mit den Händen drin, also auch hier die Bilder, die aushängen. Also ich finde ich sehr creepy und bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, ja, noch zwei Bücher haben wir, und zwar von Nina George, das Lavendelzimmer, hatte ich ja letztes Jahr bei Medimob schon mal mitbestellt, das kam mir in einer ganz schrecklichen Ausgabe und habe ja auch mein Geld zurückbekommen und habe es dann auch tatsächlich direkt in den Müll, weil so hätte ich es auf keinesfalls mehr gelesen, und habe es jetzt einfach nochmal bekommen und habe sogar ja als Taschenbuch bestellt und bekommen, ich glaube sogar um die 1,50 hat es nur gekostet, in einem mega, mega Zustand, kann man wirklich nicht meckern, und bin ich auch sehr, sehr gespannt. Mir hatte von Nina George eine Kurzgeschichte gefallen, die ich in einer Kurzgeschichtensammlung gelesen habe, ich glaube vor letztes Jahr, oder es sind schon 1,5 Jahre her, und zwar von Gabriela Engelmann herausgegeben, und da hat mir die Geschichte hier von der französischen Provence unglaublich gut gefallen, und es heißt hier auch so schön, dieser Geschichte wohnt ein unglaublich feiner Zauber inne. Ja, bin ich mega gespannt, freue ich mich sehr. Und dann ist von Richard Bachmann alias Stephen King auch Amok eingezogen, das ich wohl jetzt schon zum Zeitpunkt des Videos lesen werde, zusammen mit der lieben Paddy. Und ich bin sehr gespannt. Aktuell ist es ja noch eingeteilt. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3, 4 Teile, weil es ist ja gar nicht mal so dick von der Seitenzahl, hat nur 220 Seiten. Und das ist ja auch ein Buch, das es nicht mehr neu gibt, weil Stephen King bei einigen Amokläufen in den USA eben gesagt hat, die berufen sich mehr oder weniger ein bisschen auf seine Bücher oder haben sein Buch gelesen. Und das möchte er nicht, dass eben dieses Buch irgendwie Anlass gibt zu sagen, ich mache hier ja eben einen Amoklauf. Und es geht hier um eine Highschool in Maine, und es gibt hier ein Gespräch zwischen dem Rektor und einem Schüler, und der Schüler geht dann eben los und erschießt den Rektor. Ja. Seine Lehrerin, und nimmt seine Mitschüler als Geisel, und sein Amoklauf löst in der Klasse ein unheimliches Psychospiel aus, das unbewusste Konflikte und Traumata mobilisiert. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin nicht der größte Fan, wenn Stephen King als Bachmann schreibt, aber ich bin hier sehr gespannt bei Amok, ob das was ist, wie ich es empfinden werde, was Stephen King daraus gemacht hat, und bin hier einfach sehr, sehr neugierig darauf. Und das Buch war auch das Buch, was im Grunde Stephen King geoutet hat, denn Richard Bachmann war ja sehr erfolgreich, ohne dass eben Stephen King draufstand, und das war ja auch ein Versuch von Stephen King, ob sie seine Bücher nur verkaufen, weil King draufsteht, oder eben weil auch ein Klappentext spannend ist und die Story gut ist. Und mit diesem Buch, ich weiß gar nicht mehr, um 5 Ecken, hat dann aber jemand herausgefunden, oh, Bachmann ist King, und deswegen, glaube ich, steht es jetzt auf dieser alten Ausgabe auch so drauf. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie uns das gefallen wird, beziehungsweise in der kommenden Bücherwoche seht ihr dann schon, wie es uns gefallen hat. Dann haben mich zwei, ja, ich glaube, erst war ich an dem Tag in der Thalia und habe mir mein 100. Subbuch gekauft. Mittlerweile ist natürlich durch 4 Bücher in der vergangenen Woche gelesen wieder ein bisschen gesunken, aber ja, ich habe einen Gutschein eingelöst, und zwar habe ich mir Ready Player One geholt von Ernest Cline. Hier ist es ja so, dass im Frühjahr, ich glaube im April, der Kinofilm dazu schon kommt und ich das vorher unbedingt lesen möchte. Ich sehr, sehr gespannt bin, und es wird ja auch von Steven Spielberg im Grunde, also der ist für den Film verantwortlich. Und es heißt so schön, wer Games und die 80er liebt, unbedingt zugreifen. Wir haben hier einen Milliardär, der den Schlüssel zu seinem Erbe in einem gigantischen Online-Computerspiel versteckt und die Welt damit vor das größte Rätsel aller Zeiten stellt. Ein Konzern, der über Leichen geht, um sich dieses Erbe anzueignen, und ein junger Spieler, der den ersten brauchbaren Hinweis findet. Wir schreiben das Jahr 2044, möge die Jagd beginnen. Und ich bin ja seit Erebos ja schon so ein bisschen
interessiert daran, so Spielbücher, also Bücher, in denen es um Spieler geht, um Spiele geht, die so ein bisschen die echte Welt mit eingreifen, zu lesen. Ich fand ja Erebos wirklich sehr, sehr genial. Hoffe, dass das so in eine ähnliche Richtung geht, so vom Gefühl zumindest. Natürlich eine ganz andere Story dahinter. Und ich bin Fan der 80er, ich bin ja auch ein Kind der 80er. Und wenn man da an verschiedenste Filme denkt, die in den 80ern spielen oder das zurückholen, wenn man jetzt mal Stranger Things nimmt oder auch S, dann könnte das wirklich eine ganz, ganz coole Story werden. Und das heißt hier auch so schön, ist absolut fantastisch. Ich hatte das Gefühl, als sei das Buch nur für mich geschrieben worden. Und das sagt Patrick Rothfuss. Und ich bin sehr gespannt auf Buch und dann natürlich auch auf den Film, den ich mir auf jeden Fall auch angucken möchte. Am gleichen Tag hat mich abends ein verspätetes Geburtstagsgeschenk erreicht von einem lieben Freund, der vorher im Urlaub war und es nicht, ich sage jetzt mal, passend zum Geburtstag schicken konnte. Und ich habe das neue Buch von Bernhard Hennen geschenkt bekommen. Die Chroniken von Azur, der Verfluchte. Und das ist eine super geile Ausgabe. Ich habe von Bernhard Hennen vor Jahren mal irgendwas gelesen. Ich kriege nicht mehr zusammen, was es genau war. Und bin ja ein High-Fantasy-Mädchen und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Das Besondere an diesem Buch ist aber nicht nur der wunderschöne blaue Buchschnitt, sondern auch, dass das eine Thalia-Ausgabe ist, die vom Autor signiert ist, was ich ehrlich großartig finde. Ich weiß gar nicht, ob Bernhard Hennen vielleicht in Leipzig sein wird und dann würde ich mir vielleicht bis dahin ja tatsächlich mal die ganze Geschichte noch durchlesen. Es geht hier um den Beginn eines neuen magischen Zeitalters. Der junge Milan Tormeno ist dazu ausersehen, seinem Vater Nandos in das Amt des Erzpriesters zu folgen. Er soll einer jener Mächtigen auserwählt werden, die die Geschicke der Welt Azur lenken. Doch Milan kann nicht akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er rebelliert und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der geheimnisvollen Konkubine Nock in ein gefährliches Netz von Intrigen. Gemeinsam geraten sie in den Bann einer alten Prophezeiung, einer Prophezeiung, nach der die Ankunft des Schwarzen Mondes in Azur ein neues Zeitalter der Magie einläuten wird. Und ich finde, es klingt mega. Also ich bin High-Fantasy-Mädel und finde das wirklich großartig, wie dieser Plot klingt und die Story. Und ich stand in der Thalia tatsächlich an dem Tag früh davor und dachte, nimmst du das mit? Dann dachte ich, ja, Mensch, so ein Wälzer, vielleicht liest du dir das mal als E-Book ein. Und abends lag es dann im Briefkasten. Sehr, sehr erschreckend, wie ich fand, aber schön erschreckend. Und dann ein absolutes Highlight, im letzten Jahr von sehr vielen gelesen, Robert Harris, Konklave, und auch der Schenkende sozusagen hat das als Jahreshighlight und ich glaube auch so als Highlight definiert und es steht ja bei mir auch auf der Wunschliste und er hat mir da wirklich einen riesengroßen Wunsch erfüllt und ich fand ja jetzt Pompeii wirklich großartig und ich habe noch Intrige von Robert Harris hier und jetzt auch Konklave und ich glaube, das Buch ist so an einem Wochenende mal fällig und es geht, wie man unschwer erkennen kann, um das Konklave, um wahrscheinlich direkt auch um eine Papstwahl, was es ja ist. Die Macht Gottes, die Gier der Menschen, Zwietracht herrscht, wo Eintracht walten soll. Ein Thriller, der tief in die Geheimnisse des Vatikans führt. Und ich glaube, seit Sakrileg gibt es doch die ein oder anderen Mythen um das Konklave. War es Sakrileg? Nein, Illuminati. Und natürlich, also überhaupt seit Dan Brown, glaube ich, und Robert Harris, glaube ich, kann das auch richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob das in unserer Zeit spielt oder ob das früher spielt, weil theoretisch ja Robert Harris immer sehr zurückgeht in seinen Zeiten geht. Hier haben wir auch die Vatikanstadt, also es sieht schon, also ich bin mega, mega gespannt, wie die Zeiten sich doch nicht ändern. Nach der römischen Antike beleuchtet Robert Harris nun die dunklen Machenschaften im intriganten Rom der Gegenwart. Ich als, als bekennender Mensch, der so Intrigengeschichten gerne liest, gerade wenn es um die Kirche und sowas geht, ist das absolut richtig. Ich freue mich mega und bin wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Geschenk. Dann ist bei mir als letztes, glaube ich, in diesem Monat eingezogen, auch ein Geschenk. Ich durfte mir das, ich habe zusammen mit meiner Mama bei Weltbild bestellt und damit mein Porto frei ist, durfte ich mir ein Buch noch aussuchen und habe genommen Das Seelenhaus von Hannah Kent. Ein Buch, das auch demnächst verfilmt wird, zusammen mit Jennifer Lawrence. Sie wird die Hauptrolle spielen und das Buch hat Thorsten, ich glaube, mit Eric gelesen und beide hat es sehr, sehr begeistert und so durfte es auch bei mir einziehen, denn es geht hier um ein Mädchen. Sie sagen, ich soll sterben. Sie sagen, ich hätte Männern den Atem gestohlen und jetzt müssten sie mir den meinen stehlen. Und wir sind in Island, mal ein ganz anderer
Ort, ich glaube, ich hatte bisher nur ein Buch, das in Island spielt, 1828, also auch ein bisschen historisch. Und es geht hier um Agnes, sie ist eine selbstbewusste und verschlossene Frau. Sie wird als hart arbeitende Magd respektiert, was sie denkt und fühlt, behält sie für sich. Als sie des Mordes an zwei Männern angeklagt wird, ist sie allein. Die Zeit bis zur Hinrichtung soll sie auf dem Hof eines Beamten verbringen. Die Familie ist außer sich, eine Mörderin beherbergen zu müssen. Bis Agnes Stück um Stück die Geschichte ihres Lebens preisgibt. Erinnert mich so ein bisschen an Alias Grace. Das ist ja eine Serie gewesen, die auf die Buchvorlage von Margaret Atwood beruht. Bin aber gespannt, was hier wahrscheinlich das Hauptthema sein wird und wie das von Hannah Kent im Grunde rübergebracht wird. Und freue mich dann natürlich auch auf die Verfilmung von Jennifer Lawrence, die ich ja auch sehr, sehr gerne in Filmen mag, die ich finde, die wirklich was drauf hat und die mich sehr oft begeistern kann. Und nicht nur bei Panem, sondern auch bei Silver Linings fand ich sie gut. Ich mochte sie auch in, wie hieß dieses Raumschiff-Epos letztes Jahr? Passengers? Seht ihr, Namen Schall und Rauch. Ja, bin ich sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf und bin total neugierig, wo mich dieses Büchlein hintragen wird. Und das war's nun auch schon. Das waren die 23 Bücher aus dem Januar. Es ist tatsächlich einfach ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht habe. Aber ja, wie man gemerkt hat, doch wirklich sehr viele Geschenke. Und ja, auch die Rebuy-Bestellung war ja ein Geschenk von einer lieben Freundin. Und ja, Bücher über Bücher und ich freue mich sehr, diese Geschichten jetzt zu entdecken und habe ja auch schon einige gelesen aus diesem Monat und es ist natürlich, es ist natürlich toll, wenn sich einfach der Sub vergrößert und man da Auswahl hat und die genießen kann und dann eben auch wirklich zu den Büchern greifen kann, auf die man dann Lust hat und die sich auf einen freuen und man sich auf sie freut. Und ein Hoch auf dem Sub sozusagen. Und ich hoffe nun, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was vielleicht bei euch neu eingezogen ist oder welche der Bücher, die ich jetzt hier neu habe, ihr vielleicht auch schon gelesen habt, was ihr da spannend findet, was ihr absolut empfehlen könnt, was euch gut gefallen hat oder ob vielleicht sogar ein Flop von euch hier auf meinem Sub liegt. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich packe natürlich alles Mögliche in die Infobox, guckt da auf jeden Fall mal rein. Und ich wünsche euch jetzt nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.